Moin moin Leute, ich bin Lindekopfus Brian oder einfach nur Yannick und genau du hast den Titel richtig gelesen. Das hier ist ein Undertale-Fangame zu Mario namens Undertoad Mission Luigi mit Mario-Charakteren. Absolut irre, es ist gerade eben rausgekommen, dementsprechend wollte ich es unbedingt spielen. Es basiert auf einem Comic, ein Alternate Universe von Undertoad und wir werden da einfach mal reinschauen. Damit bewegt man sich to interact with something again, you have to move away from it first. Alright, alright, alright. Long ago, the Mushroom and Koopa Kingdoms were locked in a constant struggle for power. Okay, die hatten Stromprobleme. One day, however, a mysterious third party intervened. Die Musik. Eine dritte Macht ist dazugekommen. They were forced to make amends to survive. Sie mussten zusammenhalten, damit sie überleben können. But even their combined power was not enough. Aber selbst die kombinierte Kraft von beiden war nicht genug. The survivors fled underground, where they could stay hidden. Sie sind in den Untergrund geflohen, wo sie sich verstecken konnten. But they were soon discovered by the Shroops. Die Shroops haben sie bald gefunden. Weakened, the Shroops trapped the survivors with a powerful force field. Sie haben ihn in so einem Kraftfeld eingefangen. Among us, the chaos, however. Zwischen diesem ganzen Chaos jedoch, some were left behind. Wurden manche zurückgelassen. 5 years later. 5 Jahre später. Mount Corona, was? I guess? Legends tell of a place where heroes lay dormant. Eine Legende erzählt von einem Ort, wo Helden liegen. They say you can go in, but not out. Man sagt, man kann hineingehen, aber nie wieder herauskommen. Okay. Ist das eine Feuerblume? Ich liebe es. Undertoad. Das, also... Ein... Warum habe ich einen Speicherplatz? Ich habe das Game gerade erst runtergeladen. Ich kann auch nicht resetten. Soll man hier einen Speicherplatz haben? Oder hat sich der jetzt irgendwie erstellt, weil ich das runtergeladen habe und die vergessen haben, das runterzuschmeißen? Star Progress, do not delete. Well, I guess man soll hier starten dann. Auch wenn es sich so anfühlt, als ob ich die Hälfte dann jetzt verpasst habe, oder? This pipe will take you to the other side of town, which I only found out after running all the way there. Das bringt dich zum anderen Punkt der Stadt. Nee, man... Ich kann springen! Man startet anscheinend wirklich auch hier. It's a sign. It reads, welcome to Sherborough. Seems like they used your likeness. Das ist die Stadt auf jeden Fall. Und hier gibt es auch ein... Wow, ich hab dich da nicht gesehen, Kollege. Kann ich dir helfen? Ja, lass mal erstmal reden. Hey, kleiner Kumpel, mein Name ist Cooper. Das hier ist mein kleiner Shop, wo ich Waren verkaufe und was auch immer. Also, wenn du möchtest, kannst du jetzt was kaufen. Über die Stadt. Bist du neu hier, ha? Ja, dann willkommen in Sherborough. Ich würde dir eine Tour geben, aber ich muss leider arbeiten. Es gibt allerdings ein Lokal, sowas wie ein Gasthaus... Direkt hier nebenan. Mein Kumpel Coops, der ist der Inhaber. Potley ist auch auf dem Weg, wenn du hungrig bist. Und wenn du irgendwas Cooles, Lustiges sehen willst, dann ist der Wald im Westen. Und ja, da ist auch ein großes, schneeiges Dschungel-Gym. Du wirst die Mario-Brüder mit Sicherheit dort finden. Mario und Luigi? Natürlich kenne ich Mario. Er und ich, wir kennen uns schon so lange. Luigi ist, es ist natürlich auch kein Niemand für mich. Ich habe Plumbers, Klempner schon in unfassbar krasse Dinge machen sehen. Aber eine komplette Stadt hier zu machen und auch so ein Kanalsystem zu bauen innerhalb von einem Monat, das ist Dedication. Und mit dem richtigen Ziel sind die beiden unaufhaltbar.
Geschichte. Weißt du das nicht? Wie alt bist du denn, Kid? Es ist jetzt nicht so lange her, dass wir hier unten sind, oder? Naja, ob du es magst oder nicht, wir sind hier halt gefangen und diese komischen Aliens wollen halt nicht weg. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann sollst du in die Bücherei gehen und den Professor mal ein paar Dinge fragen. Dein Shop. Ich bin ehrlich mit dir. So ein Shop hier zu leiten, das ist gar nicht mal so spannend, wie es klingt. Aber, weißt du, es bezahlt die Rente. Die Rente, die Miete. Mhm. Manchmal finde ich ganz raren Stuff und so wie Orden oder irgendwelche Power-Ups. Und das ist ganz cool zu sehen, was die so machen. Und jetzt habe ich aber nur den Standard. Das Standardregal. Wie wär's, wenn ich dich anrufe, wenn ich irgendwas Cooles finde? Coolio, hier ist meine Telefonnummer. Wir haben gerade die Telefonnummer von Cooper geklärt. Nice! Okay. Enemies might miss while in danger. Float like a novice, sting like an amateur. Sweet! Spook your enemies away. Ich würde sagen, wir nehmen den White Belt auf jeden Fall mit, weil 3 Defense klingt immer absolut nice. Du gehst schon? Okay, wir sehen uns dann bald, kleiner Kumpel. Kleiner Kumpel klingt auch einfach so süß. White Belt. Den haben wir. Nice. Was passiert, wenn man speichert? The faint sound of sleigh bells fills you with determination. Okay, also ich bin, wie gesagt, immer noch ein bisschen verwirrt, weil ich habe das Game natürlich von Game Jolt, die Seite für Fangames, einfach runtergeladen und einfach gestartet. Und es kam ja auch das Intro. Ja, aber der Speicherstand war irgendwie schon da. Naja. Moin. Wenn du hier schläfst, dann kannst du dein Leben über dein Maximalleben erweitern. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber Papa sagt, das ist Magie. Ist mein Papa nicht cool? Howdy! Willkommen in den Kuplin und Söhne, Gasthaus. Cerberus Premium Hotel. Eine Nacht kostet nur 20 Cent. Freu dich über deine Übernachtung, okay? Haben wir jetzt auch so ein Schlafen? Komm jederzeit zurück. Haben wir jetzt wirklich mehr Leben als eigentlich 30 von 20, Tatsache. Wir haben tatsächlich mehr Leben. Das ist ja irre. Oh, ich wollte... Upsala. Ja. Ah. Was können wir mit ihm... Können wir gegen ihn spielen? Oh ja, Mann. Ich bin der ungeschlagene Tennis-Champion von Cerbero. Das ist ein Spike. Hatscha. Ich habe nicht ein Match verloren. Und ich habe auch nie ein Match gespielt. Bitte spiel mit mir. Ich bin allein. Klar. Also ich wäre ready. Hallo? Lass uns loslegen. Okay, er möchte nicht. Schade. Ich hätte gerne gegen ihn gespielt. Wie süß seht ihr denn aus? Wir haben uns dazu entschlossen, die gleichen Schuhe heute zu tragen. Und dann ist das passiert. Ich kann's nicht glauben. Was ist denn los, Kid? Hast du noch nie einen gesehen, der in einem Schuh drin ist? Ehrlich gesagt noch nicht, nee. Aber ich bin fasziniert. Und ich bin auch ehrlich gesagt fasziniert, wie schön die ganze Szenerie hier ist. Sieht alles sehr, sehr cool aus. Es ist Marios Mailbox und sie ist voll mit Fanmail. Ja, das glaube ich. Warum hat Mario eine grüne... Ach, Mario und Luigi, sind beide. Das muss das Haus von Mario sein. Wie cool. Aber rein können wir nicht, ne? Die Door ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Jeder lacht immer und macht irgendwelche Witze, um diese Krise, diese Pandemie hier irgendwie zu überstehen. Was? Warum guckst du mich so an? Naja, ich möchte auch gern Witze machen. Geh zur Seite, Kind. Bin auf dem Weg in Urlaub. Lake Pinello, hier komme ich. Ich habe mich gerade daran erinnert, ich habe keine Beine. Ich habe mich gerade daran erinnert, ich habe keine Beine. Oh nein. Und das sieht fast aus, als ob es da einen Secret-Weg nach oben gibt. Wenn man hier rüber laufen kann... Aber ein sehr, sehr süßes Fangame bisher. Also ich kenne das Alternate Universe nicht und den Comic, aber es sieht super cute aus mit den Charakteren. Wie kann hier unten überhaupt Schnee sein? Ach, Weihnachten ändert sich nie, süße, kleine, Schatz, wie auch immer. Wer ist er? How's hanging, Squirt? Ich hänge einfach hier vor Puddle ein bisschen rum, so wie immer. Und ich wollte Luigi in ein Pokerspiel besiegen, aber er ist noch nicht reingekommen. Man sagt, Luigi ist der beste Pokerspieler hier unten und das ist ein guter Bluff. So nämlich. Ein Fisch. Liebe Fische.
Hey, Kind, willst du einen Orden pre-ordern? Nur 5 Shiny Coins. Klar. Hier, bitte sehr. Es freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. Deine Quittung. Ich habe ein nasses Stück Papier bekommen und es in meiner Hand zerflossen. Well. Freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, das glaube ich. Rein in Potley. Können wir das? Du weißt nicht ganz genau, was das ist. Das ist ein Pokertisch. Hey, Lad, ich habe gesehen, dass du auf dem Weg hierher warst. Wenn du über den Fluss rüber willst, dann geh einfach zu meinem Boot nach der Mittagspause. Da oben ist Birdo. Vor Birdo habe ich immer Angst. Ich werde kein Poker mehr spielen. Das letzte Mal, als ich gewonnen habe, I wound up in that planet's oaf's mouth. Dann bin ich in den Mund gelandet? Sieht so aus, als ob sie auf jemanden wartet. Okay. Podley möchte, dass ich meine Wolke draußen parke, aber komm schon. Es ist sowohl ein All-Terrain und No-Terrain. Nice. Der Ort hier ist wirklich sehr am Leben in der Pokernacht. Und sonst ist es einfach nur ein cooler Ort zum Rumhängen. Guckt euch das mal an, diese Details. Oben diese Donkey Kong-Fässer, unten diese ganzen Items, ein Schlüssel, Banane, Feder, dieser Fragezeichenblock. What can I get you? Ein Bananashake oder ein Crispy Beans? Bananashake. Nice. Können wir die Musik ändern? Nice. Absolut nice. Ich bin Fan. Ich bin großer Fan. Wow, bist du auch ein Yoshi? Ich kann das erkennen von deinem Ei auf dem Kopf. Komm schon, warum hast du das Gesicht? Ich hab doch nur einen Spaß gemacht, Kumpel. Der Bürgermeister von dieser Stadt ist immer unterwegs auf irgendwelchen Business-Trips. Und, naja, ehrlich gesagt, ist das hier einfach nur ein cooler Begriff für Ape-Kidnappings? Affen-Kid? Aber irgendwie passiert danach irgendwie nichts. Sind das wirklich Ape-Kidnappings oder ist sonst noch irgendwas los? Das ist eine Verschwörungstheorie. Eine Goomba-Tür. Stark. Hallo, mein kleiner Junge. Ich bin Detective Pennington. Und ich denke, du hast schon meine verschiedenen Artikel gelesen in der Sherborough Times. Und für dich, warte, sag mir nicht deinen Namen. Ich werde es anhand deiner Identität ausmachen. Hm, dieser Pilzkopf. Diese pinken Kreise. Also, du musst Goombella sein. Warte, nee, die ist da vorne. Alas, ich bin, ja, das Puzzle der Identität ist sehr schwer. Wir werden uns bald wiedersehen, mein Junge. Ja. Ah, du hast es also gehört. Vor einer langen Zeit ist das Pilz- und Cooper-Königreich waren in einem Krieg. Aber dann plötzlich Aliens, but then suddenly Aliens, dieses Meme. Professor, du erzählst die Geschichte ganz falsch. Also, du hast recht mit den Aliens, aber du lässt die ganzen wichtigen Details aus. Und jetzt werden sie irgendwie falsche Sachen sich ausdenken von den fehlenden Daten. Ach, wenn da nur irgendjemand wäre, der die ganze Geschichte kennen würde. Na, du hast also gehört. Okay. Also, mit denen können wir quasi nicht reden. The Corona Migration Part 4. Mhm. Und hier sind... Warum ist hier ein anderes Buch drin? The Dark Prognosticus. Das wollen wir nicht lesen. Ja, besser ist. Psst, guck dir das mal an. Das ist das Tagebuch von Goombella. Oh, diese Geheimnisse hier drin. Hacket Crab. Tends to throw rocks. 24 Attacke? Das ist ja wild. Das ist definitiv wild. Willkommen in der Bücherei, Softie. Siehst du ein Buch, was dir gefällt? Du kannst es dir einfach nehmen. A Hardcover Book. Oh wow. Wir sind auf irgendeine random Seite gegangen und es ist ein Bild von einem, von dem Inneren eines Mundes. Ja, wir sollten hier, glaube ich, rausgehen. Ja, wir müssen uns das nicht weiter angucken. I guess. Was haben wir hier? Wer ist er? Dumme Kinder kommen immer zu mir und fragen mich nach Geschenken. Ich bin nicht Santa Claus, ihr dummen Idioten. Denken die wirklich, ich gebe einfach meine Gewinne einfach ab? In dieser Zeit?
Ich bin gerade beim Essen. Ein kleines Schiffchen. Aber wie cool, da auch Gumbella und so zu sehen. Also die ganzen Charaktere kennt man ja irgendwoher und hat man ja schon mal gesehen aus Paper Mario-Teilen oder so. Der hat Peace gezeigt. Was ein cooler Typ. Damn. Ich wäre auch gerne so cool wie er. Wie absolut cool. Wirklich. Aber sollte es so sein, dass man am Anfang, dass das wirklich gerade ein Bug ist und dass man am Anfang eigentlich noch was vor dieser Stadt sehen sollte, weil es sah ja so aus, dass 60 Minuten auf diesem Speicherstand waren, die eigentlich gar nicht da waren, dann werde ich mir das natürlich nochmal einmal gesondert angucken in einem Video. Aber gucken wir jetzt erstmal, was uns hier erwartet. Hey Kind, ich habe Luigi gefunden. Und jetzt, wo ich dein Gesicht anschaue, dann wusstest du wahrscheinlich, dass du hierher kommen sollst. Aber hör zu, bevor du weitergehst, dann du musst etwas verstehen. Was ihr tun wollt, ist keine gute Idee. Ich denke, du weißt schon, was passieren wird, wenn du kämpfen wirst und verlieren wirst. Ich habe schon versucht, Luigi rauszureden. Aber er will mir einfach nicht zuhören. Wenn du ihm vielleicht irgendwie eintrichtern kannst, das nicht zu tun, dass er so verrückt ist, was hier alles abgeht, dann ist alles vorbei. Ich werde dir eine Chance geben, darüber nachzudenken. Geh vielleicht nochmal in die Stadt, wenn du nicht bereit bist. Let's do this. Okay. Ich habe ein Gefühl, dass du die richtige Wahl treffen wirst. Vielleicht sind du und ich gar nicht so verschieden. Und ich sollte dir wahrscheinlich sagen, wo Luigi ist. Wo ist er? Er ist ganz da oben. Bist du schockiert? Das ist meine letzte Falle. Du dachtest, das hier ist auch nur ein Spielplatz? Ah, da liegst du ganz falsch, kleiner Pilz. Das ist eine halbe Meile voll purer Eisadrenalin. Wird dich auf jeden Fall runterschmeißen bis ins Limit. Und du wirst es hochklettern. Also wenn du es schaffst, dann werde ich dich als meinen Herausforderer annehmen. Ich hoffe, du bist bereit, weil du kannst jetzt nicht mehr umkehren. Oh Gott. Da sind jetzt einfach Swamps im Weg. Luigi, wie komme ich denn jetzt wieder in die Stadt? Ah. Ciao. Viel Erfolg, viel Glück, Kid. Da sind sie wieder. Ist das ein Weg nach oben? Ah, Mario mag dich vielleicht, aber er kann dich jetzt nicht mehr retten. Wenn du gehen willst, dann musst du durch mich gehen. Jetzt beweg dich, Butterball. Wir haben 3 Leben? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber es gefällt mir, glaube ich, dass das hier ein Jump'n'Run-Parcours ist. Das ist absolut geil. Wann gab es mal sowas? Ich habe nur ein bisschen Angst, dass die Jumps manchmal nicht präzise sind. Aber die haben eine sehr, sehr wichtige Regel umgesetzt. Und zwar, wenn man springt, sieht man seinen Schatten. Manche Spiele machen das nicht. Und wenn man das nicht sieht, hat man ein Riesenproblem. Ja, da ist aber jemand mutig. Du solltest jetzt dich bereit machen für deine erste Challenge. Natürlich war das kein Problem für dich. Ist das ein Gegner gegen uns, oder? Nee! Der macht einfach unsere Blöcke hier wieder umgekehrt, gedingsbums, flumst. Nee! Haha! Okay, du hast auf jeden Fall deine Nachdenkkappe aufgesetzt dafür, oder? Oh boy. So, wir machen erstmal wieder so viel, wie wir irgendwie können, um die dann erst auszunocken. Nice. Oh, nicht schlecht. Okay, fair. Du darfst jetzt auch weiter. Nice. Ich hatte schon Angst, dass das jetzt hier alles Gegner-Encounters sind. Das hätte ich nicht ganz... Also, hätte ich auch cool gefunden, aber jetzt mal sowas anderes zu haben und so eine Jump-and-Run-Erfahrung wirklich, das ist mal was Neues. Bro.
Bros, hier sind wir. Wow, die sind schnell. Jetzt kommst, kannst du nicht mehr zurück. Oh yeah, Penalty Kick Formation. Das war's mal mit unserem Überschuss an Leben. Aber eigentlich ganz nice. Weil wir jetzt halt jetzt erst unser eigentliches Leben aufs Spiel setzen. Wir haben jetzt quasi nur 2 Leben verloren. Ich will nicht drüber reden, was da gerade passiert ist. Ich möchte nicht darüber reden, was da gerade passiert ist. Habe ich jetzt nur noch 20 Leben? Wenn ich jetzt hier mit 20 Leben reingehe, ne, dann weine ich. Nee. Das war natürlich nur, um es spannend zu machen für euch, Freunde. Weil ich wollte ja einfach mit mehr Leben am Ende raus. Boah! Okay, also das war unfair. Woher soll ich denn wissen, dass ich dann trotzdem noch nach unten laufen muss, wenn das so knapp ist? Das fand ich jetzt ein bisschen gemein. Aber so sei es. Wenn das Spiel so ist. Jetzt bloß nicht runterfallen, das wäre richtig peinlich. Ich habe vergessen, dass ich rennen kann, by the way. Verdammt! Wir haben jetzt halt nur noch ein Leben, ne? Das ist echt uncool. Ich habe einen Checkpoint. Was bedeutet der Checkpoint für mich? Krieg ich da nochmal... Hey! Ich rede mit dir! Ja, erinnerst du dich? Du wirst diesmal richtig auf die Nase kriegen. Hey, komm zurück! Lass mich dich zappen! Wie cool ist das denn gemacht mit diesen ganzen Challenges? Versucht dem auszuweichen. Warum kommen da jetzt noch Sachen von oben? Den Hit musste ich einstecken. Wenn ich gewusst, was ich da irgendwie gegen hätte machen sollen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die übrigens Insta-Kill sind. Ah, oh Gott! Du kannst jetzt nirgendwo mehr hinrennen. What, was? Well. So viel dazu. Oh nein, was ist das? Petey starrt auf dich runter. Er sieht aus, als hätte er einen Konflikt mit dir. Rollen die hier drauf? Sieht so ein bisschen so aus, ne? Okay, aber das habe ich mir gerade gefragt, ob ich über die rüber springen kann. Also das Schlimmste, was uns hier passieren kann, ist, dass wir wirklich runterfallen. Das ist eigentlich mit das Einzige, worauf wir gerade richtig achten müssen. Wir haben es geschafft! Petey sieht glücklich aus, dass er dich nicht getroffen hat. Petey wollte uns gar nicht treffen, der Süße. Okay, hier könnten wir jetzt nochmal irgendwie unsere Items ändern, wenn wir wollten. Und jetzt sind wir oben bei ihm, oder? Oh! Na, du hast es geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass du es in dir hast, aber genug geredet. Es ist Zeit für den finalen Boss. Toad im Namen des Königreichs.
Mach dich bereit, gefangen zu werden. Ich hoffe so sehr, dass das jetzt nicht so ein Sans-Boss-Fight-Ding wird. Sieht das cool aus. What? Ich bleibe bei dem Punkt, dass Fangames mittlerweile echt so krass geworden sind. Okay, wir wollen mit ihm erstmal reden. Du sagst zu Luigi, dass du nicht gegen ihn kämpfen möchtest. Tja, zu schade, weil Luigi Time ist jederzeit. Wirkt noch fair? Luigi bleibt dabei. Wir flirten mit ihm. Du flirtest mit Luigi. Aber er dismisst deine Worte. Versuch mich nicht hier irgendwie aus dem Konzept zu bringen. Das wird nicht funktionieren. Ich bin sowieso ein vergebener Mann. Ist das so? Die heißen übrigens Shrooby. Wir flirten weiter mit ihm. Du sagst Luigi, dass er immer der Gewinner in deinem Herzen bleiben wird. Danke sehr, das freut mich. Hey, das ist ein Duell! Funktioniert das Flirten? Also entweder wir müssen flirten oder wir müssen ihn taunten. Ich versuch's nochmal mit Flirten. Du sagst, dass er großartig aussieht, wenn er sich duelliert. Versuch's doch weiter, wenn du mein Level kriegen will, erreichen willst. Friss das! Wow! Eigentlich muss man dauerhaft in Bewegung sein. Du sagst Luigi, dass er großartig aussieht, wenn er sich duelliert, aber er ignoriert dich. Okay, also das ist auch auf jeden Fall nicht the way to go. Dann taunten wir ihn mal. Oder wir reden nochmal mit ihm. Erstmal reden wir nochmal mit ihm. Du sagst Luigi, dass Mario nicht möchte, dass er kämpft. Naja, Mario sollte sich um seinen eigenen Kram kümmern. Ich werde dich einfach einfangen, ob er es mag oder nicht. Ah, okay, ich weiß, wie die Attacke jetzt funktioniert. Sieht nicht so aus, dass du zu ihm durchdringen kannst. Okay, dann taunten wir ihn nochmal. Ich will nicht gegen den kämpfen. Nein, 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 nein. Das werden wir nicht tun. Taunt! Du versuchst, Luigi zu provozieren, näher zu kommen, aber er ignoriert es. Ja, aber was soll ich denn dann noch gegen ihn machen? Ich muss doch nicht wirklich gegen ihn kämpfen. No. No. Also er ignoriert gerade alles, was wir machen. Puffs out his chest. Okay. Wenn du nicht kämpfen möchtest, dann nimm das. Meine geheime Waffe, die Bloomerangs. Aua. Hätte ich mich einfach nicht bewegen sollen? Oh shit. Warum so blau? Du solltest damit doch springen können. Luigi wird aufgepumpt. Press down while airborne to do a devastating stomp attack. Eine stomp attack. Oh, das tut uns trotzdem weh. Well, ich möchte nicht drüber reden, dass ich damit gerade so viel Leben verloren habe. Die Frage ist, sollte ich jetzt weiter gegen ihn nochmal flirten? Er ignoriert uns. Either fight back or surrender. Okay. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen schwerer. Es ist definitiv nicht so schlimm wie manche Sans-Fights oder so. Aber das ist schon schwerer. Liegt vielleicht auch daran, dass ich so lange schon nicht mehr gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Au. Die Musik geht überhart. Ich glaube, ich möchte ihn nochmal heilen. Shrewcake. Ich
habe vergessen, dass man auch den Sprungknopf einfach nur so antippen kann. Das sind so Dinge, die man immer vergisst. Luigi is getting pumped. Mhm. Ja, okay, wir können nichts gegen ihn machen. Es war cool, dass ich so eine Ground Pound Attacke machen kann, aber die nützt halt nichts. Spare? Ich glaube, wir müssen gerade... Es ist halt so komisch, dass er keinen weiteren Dialog gerade hat. Weil eigentlich ist es ja aber so, dass man immer das tut, was einem Dialog gibt. Oh, ich habe richtig Angst, dass wir ihn taunten müssen und dass seine Attacken dann noch schlimmer werden. Bitte nicht. It's posing menacingly. Gerade bei der Attacke hier Schaden kriegen ist sehr geschenkt. Luigi stands his ground. Taunt? You try to provoke Luigi to come closer. He seems annoyed, but he doesn't take the bait. Er sieht aber genervt aus. Vielleicht kriegen wir ihn damit wirklich. Könnte sein. Taunt? Er nimmt deinen Köder an. Seine Seele ist sichtbar. Und dann soll ich die so angreifen, oder wie? Ja, aber die werde ich ja hier niemals treffen. Du hast Luigi getroffen. Off guard. Sollten wir jetzt nochmal mit ihm reden vielleicht? Das wird nicht nochmal passieren. Now draw your piece. Wir taunten ihn wieder. Er ist schon nah genug. Nachdem ich dich... werde ich endlich das Spotlight haben. Nachdem ich dich endlich habe. Ich weiß nicht, was man bei den Bloomerangs machen soll. Ich glaube, da soll man einfach nur stehen, weil das sind ja blaue Attacken. Und blau hieß eigentlich immer... Ja, ich hatte recht. Okay, er ist schon nah genug. Wir nehmen trotzdem noch mal einmal kurz unsere HP. Ich werde Luigi, der Champion des Untergrunds, werden. Der Retter der Freiheit. Die ungeschlagene Nummer 1. Und du wirst... Lass uns darüber nicht nachdenken. Komm schon, Toad. Jetzt gib auf oder zeig mir, was du drauf hast. Okay, das sieht geil aus. Luigi sieht langsam müde aus. Genug davon. Jetzt gib doch einfach auf oder ich muss meinen Signature-Move benutzen. Luigi is preparing something. Wir heilen uns noch mal einmal. Das ist richtig. Das wird dir leid tun, Toad. Hier kommt er. Das ist 100 von 10 cool gerade. Was ist das für ein absolut geiler Fight? Bitte. Das ist irre. Nein, nach all dem hast du es einfach so geschafft, als wär's nichts. Ich werde einfach Attacken schmeißen, bis du aufgibst. Ich werde der Held sein, den jeder braucht. Ich schaff das. Ich kann das schaffen. Ich kann das nicht schaffen. Luigi kann nicht mehr kämpfen. Wir sparen ihn. Ich kann das nicht. Ich weiß, es ist nicht richtig. Du gewinnst, okay? Geh einfach. Luigi vergeben? Yeah, what a lame-o. Klar. Komm her. Es tut mir leid. Da war einfach die Flower. Die Feuerblume.
Okay. Haben wir es jetzt tatsächlich geschafft, einen rückwärts... Nee, wie geil ist denn das jetzt? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ehrlich gesagt, man muss aber auch noch Münzen sammeln und nicht nur schnell sein. Clear. Clear. Undertoad. Haben wir wirklich jetzt so ein Rückwärts-Let's Play gemacht? Weil ich bin mir immer noch unsicher, ob die erste Stunde... Also, ob das wirklich... Daredevil? Was macht er hier? Ob das wirklich so jetzt richtig intended war? Wenn es nicht so ist, dann werden wir uns die Vorgeschichte in deinem nächsten Part angucken. Aber das war absolut geil. Das war 10 von 10 cool. Das war der absolute Wahnsinn. Ich habe ein neues Wallpaper unlocked. Kann ich mir das angucken? Wallpaper. Wie cool sieht das denn aus? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch das Thumbnail wird. Also ihr werdet das Wallpaper wahrscheinlich sowieso sehen. Wenn es hier noch mehr gibt, werde ich das auf jeden Fall spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder Undertale zu sehen. Ich finde es ja immer wieder schön, wenn ich mal so ein etwas Neues aufgreifen kann, was ich bringen kann auf YouTube. Und falls ihr noch mehr sehen wollt von Undertale, ich habe alle möglichen Fangames gespielt, alle möglichen Wege von Undertale und Deltarune sind alle jetzt im Outro verlinkt. Klickt euch da durch, habt ganz viel Spaß. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part vielleicht wieder oder in einem nächsten Fangame. Bis dann, euer Brain. Tüdelü. Brrr.